Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Und wie ihr seht, zocke ich heute mal Hurt World an. Und zwar ist das ein Survival-Game im Outback. Und ja, wie ihr seht, die Server sind definitiv voll. Klingeln. Okay. Also die Server sind definitiv voll, das Spiel ist gut besucht. Ja. Ach, Ping von 153 ist natürlich auch nicht unbedingt sehr schön. Ja, es sind aber so viele Leute. Ich weiß es nicht. Also mit vielen Leuten drauf. Ja, komm, wir machen mal hier. Da gehen wir mal drauf. Wir werden mal sehen, wie dieses Spiel sich spielt. Ich habe es schon mal hier und da gesehen. In einem angespielt. Und ja. Wollen wir mal sehen. Das ist auf jeden Fall ein Survival-Spiel, wie gesagt, im Outback. Outback heißt Wüste und so ein Zeug in solchen Landschaften. Und ja, und da sind wir. So starten wir. Ich höre gar nichts. Okay, ich glaube, wir müssen Audio. Machen wir mal. Wir machen mal ganz hoch. Ah, da hören wir auch Schritte. Das ist natürlich gut. Okay, würde ich sagen, hier hinten ist schon mal ein erstes Holzbrett oder sowas, was das ist. Auf jeden Fall sind wir gerade, was ist das da unten für eine Anzeige? Da unten haben wir die Hungeranzeige, oder was ist das? Und die Energieanzeige. Ja. Wir müssen hier wirklich aufpassen, andere Spieler, die sind nicht unbedingt freundlich gesinnt hier. Also das Spiel ist wieder dafür da, um sofort zu töten, wenn man jemanden sieht. Und wie ich gehört habe, soll wohl hier Temperaturen eine sehr große Rolle spielen. Man kann auch frieren, man kann und man kann überhitzen, also hier kochen. Und dann wird man ganz schnell eine Bratwurst. Nein, natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, nah ist ready, bla bla bla. Der Chat da unten läuft auch schön. Wir können noch nichts machen. Die ganzen Baumstämme, die kann man dann noch abbauen. Abbauen, hier liegt ein Stein. Das ist schön. So, ah, hier, guck, Inventar. Das sieht so aus. Okay, hier können wir uns Klamotten anziehen und sonst was. Handwerk. Handwerk klingt doch schon mal gut. Werkzeuge. Dann haben wir hier eine Werkbank. Geht nicht. Ein Lagerfeuer. Ein Hätmer. Ein Pfeil. Eine Axt. Kann man die herstellen? Und wir stellen eine Axt her. Unzureichende Ressourcen. Warum? Hier steht auch was. Was brauchen wir denn dazu? Kraftstoff. Aber ich habe unzureichende Ressourcen. 4 und 2. Ach so, man braucht 5 und 5. Und wir haben. Ah. Mann, sagt das doch. Dass das so funktioniert. Okay, dann stecken wir das hier nämlich mal hier rein, dass wir das ein bisschen im Überblick haben. So, okay. Ja, das wusste ich jetzt nicht, wo ich drauf achten muss. Ich dachte, das oben ist das, was wir haben. Und so. Auf jeden Fall noch Steine braucht man. So, auf jeden Fall noch 19 Meter vom Tod entfernt. Hä? Die Anzeige da unten, da war das noch nicht so ganz schlau. 18 Meter. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben eine Oberung. Können wir die essen? Alter. Das schickt mir ja ein bisschen.
Handwerk. 5, 5, 5, 5. Wir haben es. Und wir können uns eine Axt herstellen. Ja, das ist wonderful. Lalalala. Was brauchen wir denn noch? Eine Axt und eine Steinspitzhacke wäre auch gar nicht so schlecht. 5 und 2 hätten wir sogar. Jetzt haben wir eine Spitzhacke und... So, jetzt können wir schon besser Ressourcen abbauen. Kann man eigentlich auch Bäume fällen. Sieht nicht so aus, als könnten wir Bäume fällen. Warum sollten wir auch Bäume fällen können? Hat ja schon jedes andere Spiel drin. Warum sollte man das hier auch können? Das ist echt Quatsch. So, haben wir hier ein paar Steine. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier. Bewegungsgeschwindigkeit, Hitzeschutz, Kälteschutz, Rüstung gegen Kreaturen. Cool, nichts. Okay, ich würde sagen, eine Werkbank wäre als nächstes vielleicht cool. Rezept 20 dieser wundervollen Holzdinger. Sollen wir uns jetzt schon wieder irgendwo niederlassen, oder was? Sollen wir da schon. Soll denn das jetzt schon so weit sein, dass wir uns jetzt hier schon denken, hey, hier wollen wir bleiben? Spitzhacke jetzt kaum sehen. Wie gesagt, wir müssen aufpassen. Henry. Hallo. Oh. Au! Alter! Drecksvieh. Okay. Holz. Oh nein. Ja, natürlich. Hau ab. Guck mal, da baut jemand. Okay, dann lassen wir mal bauen hier. It's a harsh map. Aha. Also Trailer. Aha. Okay, wir lassen den mal bauen. Ich weiß, die Leute sind eigentlich nicht so fröhlich, friedlich gestimmt hier. Ich weiß, in der nächsten Szene könnte er mich dann schon wieder killen. Aber so ist das halt, so bin ich halt, das ist halt so. Da hat sich aber hier schon ein riesen Gebäude gezaubert, wie ich das gesehen habe. So. Auf jeden Fall, grafisch muss ich sagen, ist jetzt echt... Oh nein. Soll ich mich jetzt mit dem anlegen? Er leckt ein bisschen. Hä? Was ist denn? Leute! Soll ich wenigstens treffen? Oh, der kommt schon angerannt. Ja, natürlich. Ich sag an. Naja. Ist klar. Wir dürfen nicht. Aber das Coole ist hier bei dem Spiel, wenn man gestorbt, wenn man stirbt, und dann hat man unten die Sachen im Inventar noch drin, also im Dings, das ist im Inventar, im Rucksack ist weg, aber unten in der Leiste ist noch da. Das heißt, unsere Axt. Und unsere Spitzhacke, die besitzen wir noch. Das ist schön. Ja. Aber trotzdem alles wieder zusammensuchen. Ich weiß nicht, sieht man hier irgendwie die Map? Nee.
Es fängt an zu regnen. Schön. So. Ja. Und ich habe mir so in Zukunft jetzt mal für die Zukunft hier überlegt, ich werde jetzt mal in der nächsten Zeit vielleicht nochmal in Nether reinschnuppern und in Rust reinschnuppern, weil sich da ja viel verändert haben muss. Und ich habe wirklich tatsächlich Rust seit der letzten Version nicht gespielt und mal gucken, was da alles so neu ist. Sieht auf jeden Fall besser aus und so. Ich habe es schon überall mal gesehen, aber selber zocken ist halt, macht halt schlau, ne? Macht halt schlauer als zugucken. Und ja, mal schauen, was sich das so alles verändert hat. Kommt in Zukunft, es wird kein Let's Play oder sowas, wir werden einfach mal reingucken. Wie gesagt, bei Nether oder bei Rust oder bei vielleicht auch bei Miscreated und sowas. Mal schauen. Ja, was ist denn hier los? Wurde getrennt, wurde getötet, getrennt, verbunden, getötet. Mhm. Nein! Okay, lass mich in Ruhe. Ich glaube auch nicht, dass sie mich absichtlich in Ruhe gelassen haben. So, jetzt wird es dunkel. Wir wollen gleich mal sehen, wie hier die Nacht so ist. Aber guck mal, da oben wurde sogar gebaut. Können wir da mal hinschauen. Also gucken mal. Ja. Soll ich öffnen? Ja, logisch, was jemand anderes gehört, ne? Sehr cool. Ja, war schon wieder fleißig, fleißig. Aber ich denke mal, das wird wieder so ein Spiel sein, wo du, naja, das schaffst du nur mit mehreren Leuten. Ich weiß nicht. Was ist denn das da? Was ist denn das da drüben auf dem Felsen? Okay, uns ist kalt. Was kann man natürlich gegen Kälte tun? Da steht eine Werkbank. Mhm. Wir können uns ein Lagerfeuer bauen. Lagerfeuer. 20 und 5. Mhm. Okay, ich dachte, die kann man sich vielleicht abbauen. So, wenn man so eine Werkbank ist, gucken wir mal. Ja, da kann man sich schon ein bisschen mehr basteln hier, ne? Aha. Spitzhacke, Kompass. Materialien, starkes Seil, Benzin, Beton. Mhm. Munition, Ausrüstung. Maschinen, Lagerfeuer, hoch über den Kühlschrank. Haare. Okay, Ausrüstung. Ja, super. Ja. Wir brauchen Holz. Komm. Gib mir Holz, gib mir Holz, gib mir Holz. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ist der Gedankengang, das hier mitten auf der freien Fläche zu machen.
Aber es geht schon hart, ne? Also. Ne, 90 Sekunden noch. Okay, wir sollten uns jetzt hier aufhören rumzugeigeln und wir sollten uns jetzt mal ganz schnell. Okay, ich weiß, wo wir sind. Wir sind vorhin schon getötet worden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. I need to eat. Ach, it's need to eat. Mhm. Okay. Ich würde erstmal, bevor du need to eat machst, ein Lagerfeuer bauen. Und zwar machen wir das hier an den Felsen dran. Am besten in dieser schönen Felsspalte. Los, komm, 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 komm. Ich dachte, das ist eine Felsspalte, aber nein. Na gut, das entdeckt man uns jetzt nicht so schnell. So, komm, hier. Nee, nicht, Handwerk, Lagerfeuer. Ich glaube, das überlebt man nicht. Komm schon. Komm schon, was ist los? Was ist das für eine Kacke hier? Hey! Da! Licht! Was ist hier drunter? Alter! Mir natürlich schön am Präsentierteller. Kann ich das sowas da reinstecken? Was sieht aus? Tja. Ja, das muss uns wärmen. Ach, guck mal, jetzt ist es gleich. Oh, fuck. Fuck. Aber es ging schnell runter. So. So, jetzt muss es gleich ausgehen. Hier weg. So. Haben wir da auch schon gebaut. Also die haben sich hier schon alle möglichen Stellen zugebaut, ja. Die man sich hier so zubauen kann. Boah, da unten dieser Chat ist ja auch ein bisschen nervig. So, ein bisschen Holz. Holz ist immer gut. So, wollen wir mal schauen, was machen wir dann als nächstes mal hier? Achso, wir wollten ja mal. Ja, uns. Ja, wir müssen uns einen Unterschlupf suchen, wo wir uns niederlassen. Wir brauchen die komische Werkbank. Und wir brauchen unbedingt was zu essen, apropos. Essen. Die Hasen bringen gerade nichts. Dass die Rehe einen angreifen, ist schon echt krass. Okay. Zack.